Und damit ist zu klären, was ist überhaupt eine Strategie? Und eine Möglichkeit, um die Bedeutung eines Wortes zu verstehen, ist zu schauen, was ist die Wortbedeutung ursprünglich, wie hat sich das Wort ergeben. Und der Begriff Strategie, da stecken griechisch die Worte drin, Stragos, das Heer, und Agos, der Führer. Was uns verrät, dass dieser Begriff aus dem Militärischen kommt. Strategie kommt aus dem Militärischen. Und in den 50er Jahren gab es so eine Tendenz, dass man gedacht hat, viele der Überlegungen aus dem Militärischen, um es deutlicher zu sagen, aus der Kriegsführung, können wir auf die Wirtschaft übertragen. Das ist natürlich jetzt eine Einstellung nach dem Motto Wirtschaft ist Krieg, die nicht unbedingt immer passt. Wirtschaft ist auch Kooperation. Viele Unternehmen, von denen der Kunde denkt, dass die sich bis aufs Blut bekriegende Wettbewerber sind, kooperieren hinterherum, obwohl sie als Konkurrenten auftreten. Also da gibt es viele Dinge, von denen der Kunde überhaupt nichts weiß. Wie dem auch sei, Strategie ist also die Frage, wo will ich hin, was ist mein Ziel und wie erreiche ich dieses Ziel? Strategie ist also Ziel plus Aktionsplan. Das ist der kürzeste Begriff, den man so finden kann. Ziel plus Aktionsplan. Wobei Ziel eine ungefähre Richtung sein darf. Es wird in der BWL viel Bohai gemacht über Ziele. Es wird in der Persönlichkeitsentwicklung viel Bohai gemacht über Ziele. Aus meiner Sicht ist das Blödsinn. Man muss eine ungefähre Richtung wissen, sonst fängt man nicht an. Wenn man ungefähr weiß, wo man sich hinbewegen will, dann fängt man an, sich zu bewegen und dann sollte man sich auch bewegen. Also statt Ziel können wir auch sagen, eine ungefähre Richtung und dann sind entscheidend die Aktionen und das Feedback. Denn merke auch, keine Strategie überlebt die erste Feindberührung. Also wir können noch so viel strategisch planen, wenn es dann zu den ersten Aktionen kommt und zu dem ersten Feedback, dann werden wir sowieso uns neu justieren müssen. Keine Strategie überlebt die erste Feindberührung. Wenn wir schon im Militärischen sind hier, dann sollten wir es bitte auch richtig machen und uns klar machen, entscheidend sind die Aktionen, nicht so sehr die Ziele. Und die Aktionen müssen wir auswerten und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht.